Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Start in eine neue Woche. Ja, meine Lieben, wir nähern uns dem Ende des Monats und deswegen habe ich heute gleich zwei Videos für euch im Gepäck. Es gibt jetzt ein relativ kurzes und knackiges Reading für den Start in die neue Woche. Ich frage einfach mal nach den Energien, mit welcher Energie gehen wir jetzt rein in den Wochenstart. Und später am Tag wird es dann noch von mir ein Zwischenzeit-Orakel geben. Und zwar für all diejenigen unter euch, die sich im Moment so ein bisschen in dieser Zwischenzeit befinden. Ich sage es ja immer, das ist so für mich die Zeit, da hat man das Alte hinter sich gelassen oder ist gerade dabei, vieles loszulassen im Leben. Aber das Neue ist noch nicht sichtbar. Und da frage ich einfach mal in einem Orakel, ja, da könnt ihr euch dann intuitiv einen Gegenstand aussuchen. Es wird dann eine Tarotkarte zu jedem Gegenstand bereits gefallen sein und ich werde dann intuitiv euch eine Botschaft aus der geistigen Welt übermitteln, welche Aufgaben, welche Energien für euch zur Verfügung stehen im Monat November. Das bekommt ihr heute später im Laufe des Tages, aber jetzt schauen wir erstmal, welche Energien stehen uns denn jetzt eigentlich an diesem Montag zum Wochenbeginn zur Verfügung. Ja, ich habe hier das Rider-Waite-Tarot und ich habe das Klärungsdeck vom Epic Life Lenormand. Das kennen die meisten jetzt schon. Wir haben ja zwei neue Decks. Das gibt einmal dieses Epic Life Lenormand Deck mit den 36 Lenormand-Karten. Und das hier ist das Klärungsdeck, 36 Klärungskarten, die ich einfach faszinierend finde, weil sie mal ganz frischen Wind in die Legungen bringen. Und ich habe mir überlegt, wir erbitten jetzt mal drei Tarotkarten und zu jeder Tarotkarte darf dann noch eine aus dem Lenormand Klärungsdeck fallen. Und am Schluss hier linsen schon die Krafttiere mit in die Tischmitte. Am Schluss werden wir uns noch ein Krafttier für diese Woche herausmischen. Also meine Lieben, um was könnte es gehen in dieser neuen Woche? Was steht an? Welche Energien sind da? Dieser kraftvolle Vollmond, der hat sich jetzt ausgereinigt und schon befinden wir uns wieder im Zustand des Gehängten. Aha, aber der Gehängte, das sage ich immer wieder, das Wichtigste an dieser Karte ist sein Lichtkranz um den Kopf. Der macht nämlich wichtige Erkenntnisse. Und das war ja auch Grundtenor des Freitags-Readings, wenn du es gesehen hast. Ja, da hatte ein Mann eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Und was ich hier sofort wahrnehme, das ist jetzt aber reine Intuition, es könnte sein, dass es genau vielleicht um diesen Mann nochmal geht. Oder du fühlst dich vielleicht, auch wenn du als Frau zuschaust, momentan in einem Zustand, da wüsstest du vielleicht schon ganz genau, was du tun müsstest, aber das gestaltet sich scheinbar gar nicht so einfach. Ja, also mir kommt es vor, als würde hier jemand in einer Situation feststecken, obwohl er eigentlich weiß, um was es geht. Vielleicht jetzt auch im Zuge dieser Vollmondenergie gab es eine wichtige Erkenntnis. Wir schauen mal die zweite Karte. Ja, was ich gerade gesagt habe, fällt hier wieder mal als Bestätigung, als Karte. Dieser Mensch, ob du es bist oder jemand, ja, für den du jetzt sofort in Resonanz gehst, weiß, dass er diesen Zustand des Gehängten verlassen müsste. Vielleicht bist du aber auch in einer Lebenssituation, das kann im Job sein, in einer Beziehung, in einer Seelenpartnerschaft, ja, wo du eigentlich weißt, hier müsste ich einen bestimmten Zyklus schließen, hier müsste ich wirklich eine Situation hinter mir lassen. Du weißt das schon, ja, aber es fällt dir nicht so leicht, ja, mit dem Gehängten hier. Eine dritte Karte bitte noch. Ja, hier geht es scheinbar um die Liebe, aber nicht nur um die Liebe zu jemand anderem, sondern auch um die bedingungslose Liebe zu dir selbst. Wenn ich die drei Karten hier anschaue, meine Lieben, ja, dann sehe ich Folgendes. Es geht hier um eine Situation, die nicht deiner bedingungslosen Liebe zu dir selbst entspricht. Ja, das kann ein Job sein, wo du eigentlich denkst, mein Gott, ich weiß ganz genau, ich möchte was anderes tun, ja, aber ich hänge hier irgendwo fest. Das kann ein Wunschpartner sein, an dem du festhältst, obwohl du weißt, hier müsstest du einmal loslassen, ja, aufgrund der bedingungslosen Liebe zu dir selbst oder auch in Familienbeziehungen, in Freundschaften. Wir verharren
manchmal einfach zu lange in Verbindungen, die uns nicht gut tun. Und wir wissen schon längst, wir müssten gehen, ja, aber wir bleiben noch immer. Und hier sagt diese Karte wunderschön, ja, hier ist die Hand Gottes zu sehen, die dir den gefüllten Kelch der Liebe reicht und sagt, triff jetzt Entscheidungen aus dem höchsten Wohl zu dir selbst heraus. Ja, wir schauen uns mal die Unterseite des Decks an. Ja, spring, hab Mut und spring. Der Narr, die allererste Karte im Tarot. Ja, es geht für dich darum, loszugehen. Loszugehen. Schaut mal, wie wunderschön das passt. Ja, der Gehängte, der möchte sich jetzt lösen. Es geht darum zu springen, mutig zu sein, neue Wege beschreiten. Und zwar aus der Liebe zu dir selbst heraus. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Klärungskarten. Wir fragen mal das Klärungsdeck. Warum fällt hier der Gehängte? Warum fällt der Gehängte? Welche Information bekommen wir zum Gehängten? Mir kommt es irgendwie vor, als wäre der schon länger hier am Galgen. Gucken wir mal. Ah, es geht um die Kommunikation. Hier fällt das Telefon. Vielleicht hast du dir bislang noch nicht getraut, das, was du eigentlich schon längst erkannt hast, zu kommunizieren. Und dann sagt die Karte hier ganz klar, habe den Mut, ja, kommuniziere deine Wahrheit. Vielleicht geht es darum, dass du eine Arbeitssituation verlassen möchtest, dass du einer Freundin oder dem Freund sagst, du pass auf, so möchte ich das nicht mehr zwischen uns. Oder aber du bist noch in einer Beziehung, bist nicht wirklich glücklich und möchtest dich trennen. Du weißt das schon, aber es muss jetzt auch kommuniziert werden. Denn es nur zu wissen und trotzdem hier am Galgen hängen zu bleiben, ja, ist natürlich nicht die Lösung. Wir fragen mal, was musst du vielleicht hinter dir lassen? Bekommen wir noch eine Information zu den Sechsschwertern? Ja, hier fällt das Teeservice. Ich finde das so schön. Dieser Ausspruch zu der Karte passt so für mich. Abwarten und Tee trinken, ja? Nein, eben nicht mehr warten. Du hast zu lange gewartet, ja? Das passt jetzt wunderschön. Es ist nicht mehr Zeit zu warten, sondern es ist Zeit loszugehen. Was immer du hinausgezögert hast, und wieder kommt ganz deutlich der Impuls in mir hoch, dass es eine Situation ist, die deinen Selbstwert vielleicht untergräbt, wo du dich nicht traust, authentisch das zu kommunizieren, was du möchtest. Das wird von alleine nicht besser. Ja, so spüre ich das hier. Hier möchte die geistige Welt ganz klar sagen, es ist jetzt Zeit zum Handeln. Und diese Widder-Vollmond-Energie hat eigentlich wirklich richtig Schubkraft ins Kollektiv geblasen, um loszugehen. Ja, wir fragen jetzt noch nach einer Klärungskarte zum Ass der Kelche. Vielleicht darf sich auch eine Beziehung lösen, damit eine andere Liebe gelebt werden kann, höre ich gerade. Vielleicht geht es um jemanden, der noch in einer alten Beziehung steckt. Schau mal, ist das nicht schön? Hier fällt das Geschenk. Gott sagt, du bist ein Geschenk. Lass dich nicht geringschätzig behandeln. Stehe für dich ein. Ach, ist das nicht wundervoll, die Klärungskarte hier zum Ast der Kelche. Ich habe vorher noch gesagt, schau mal, Gott macht dir hier ein Geschenk, er reicht dir auf seiner Hand den gefüllten Kelch der Liebe und sagt, schau mal, du bist wertvoll, du sollst erkennen, du bist ein Geschenk für jeden Menschen, der dich in seinem Leben haben darf. Ja? Verharre also nicht länger in Situationen, die dir nicht gut tun, die schon lange verlassen werden müssten, ja, aber du hast abgewartet, du hast deine Wahrheit nicht kommuniziert, aber jetzt ist es Zeit, spring, geh los. Und an der Unterseite des Decks hier liegt die Weisheit, wunderschön, das ist eine Karte, die entspricht dem Tarot der Hohepriesterin, das heißt, tief in deinem Inneren weißt du, was zu tun ist. Die Weisheit finde ich eine ganz wundervolle Klärungskarte, die es hier in diesem Deck gibt. Und genau an der Stelle, ja, möchte sie dir eigentlich nochmal Mut machen, deiner Intuition zu vertrauen. Denn ich spüre, dass du hier eigentlich genau weißt, was zu tun ist, was es
zu verlassen gilt, welchen Sprung du machen darfst. Ja, und deine innere Weisheit, die ist sehr präsent. Also lausche nach innen. Eine wunderschöne Energie für den Wochenstart. Jetzt schauen wir mal, welches Krafttier begleitet uns denn. Wow, der Lachs für die Verjüngung. Donnerwetter, du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Schaut mal, wie schön das zur Weisheit passt, oder? Erfolg und neue erfüllende Aufgaben kündigen sich an. Das nenne ich jetzt aber mal eine wunderschöne Begleitung für diesen Wochenstart, ja, passt jetzt sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass eigentlich deine Antworten auf deine Fragen in dir liegen. Ja, du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Das passt ja auch ganz wundervoll hier zum Ast der Kelche und zu der Karte Geschenk. Gott sagt, wenn du jetzt auf deine Intuition hörst und dich löst aus einer Situation, die nicht deinem höchsten Wohl entspricht, dann verleiht uns das ja auch einen gewaltigen Kraftschub. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, und deswegen passt die Verjüngung so schön, dass wir in Situationen, ja, ob das jetzt am Arbeitsplatz ist, ob das der Fall ist, dass wir uns noch in einem, ja, vielleicht auch schädlichen Verhaltensmuster uns selbst gegenüber befinden oder ob wir eine Beziehung leben, die nicht glücklich ist. Wir rauben uns damit jede Menge Lebenskraft und Lebensenergie. Ja, und dann fühlen wir uns auch nicht vital und energiegeladen. Und oftmals ist es dann wirklich nötig, uns sozusagen von diesen Galgen hier abzuschneiden, um einen richtig gehenden Energieschub und Kraftschub für unser Leben zu erhalten. Und das scheint in dieser Woche anzustehen. Ja, meine Lieben, ein wunderschönes kleines Reading, wie ich finde. Ich hoffe natürlich, es war hilfreich für dich und begleitet dich jetzt gut in deine neue Woche. Und ich freue mich schon sehr für euch, nachher dann das Orakel der intuitiven Botschaften zur Zwischenzeit für den Monat November zu machen. Und freue mich natürlich, wenn ihr dann auch wieder zuschauen wollt. Ja, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Natürlich auch, dass ihr unseren Kanal abonniert, dass ihr uns ein Like da lasst, unsere Videos weiterempfiehlt und teilt. Das freut uns sehr und ist ein großer Lohn und Dank für unsere Arbeit. In diesem Sinne einen guten Start in die neue Woche und hoffentlich bis später. Tschüss!